Herzlich willkommen beim Smooth Team Monse. Zu meiner Linken die Magdalena Zenz, ausgebildete Smooth-Instruktorin. Zu meiner Rechten meine Frau, die Raffaella Bolderseitz, ebenfalls ausgebildete Smooth-Instruktorin. Und hier unser Robert Golder, ebenfalls Smooth-Instruktor. Heute machen wir die Ganzkörperübung. Wir beginnen auf dem hüftbreiten Stand, der schon bekannt ist, mit einem weiten Knie. Beginnen wir, indem wir versuchen, nach oben schwingen und das Bein wegstrecken. Und zwar machen wir das auf der rechten und auf der linken Seite. Und dann steigen wir es, indem wir das Knie anwinkeln. Die Magdalena steht schon quer zu euch, damit es von der Seite sitzt. Also wir fangen an. Und. Wunderbar. Und das linke Bein ist belastet und das rechte macht nur einen Zwischenschwung. Wunderbar. Und dann wechseln wir mit dem Zwischenschwung und das linke Bein schön wegstrecken, weit hinauf. Jawohl, super. Und einen Zwischenschwung. Und jetzt ziehen wir von hinten das Bein rauf zur Brust. Wir machen wieder einen Zwischenschwung. Und dasselbe auf die linke Seite. Super. Und fest atmen. Wunderbar. Und danke. Im Anschluss an die Ganzkörperübung empfiehlt es sich, mit einer Schwungübung die Balance zu üben und einfach die Muskulatur wieder durchzulocken. Wir beginnen mit dem Parallelschwung. Und wenn die Smoothies hinten sind, schwingen wir mit dem rechten Bein nach vor und stellen es dazwischen ab. Und jeder, so weit er hinaufkommt, da kann er sich dann entsprechend steigern. Dann bleiben wir stehen. Und wenn die Smoothies vorne sind, strecken wir das Bein nach hinten aus. Und darauf achten, dass der Standbein auch wieder leicht gebeugt ist. Und vor und fest die Gesäßmuskulatur anspannen. Jetzt machen wir einen Stopp, schwingen weiter und jetzt schwingen wir das Durchbein. Also das Bein pendelt aber ganz so durch wie das Bändleiner vor. Und los geht's. Jawohl. Und wir stoppen wieder. Nachdem beide Seiten zum Trainieren sind, natürlich auch das linke Bein. Das heißt, wir beginnen wieder mit dem Parallelschwung. Wenn wir so bis hinten sind, heben wir das linke Bein. Genau. Jeder, soweit er kann, Standbein gleich gebeugt. Wunderbar. Stoppen wir. Wenn die Smoothies vorne sind, strecken wir das Bein zurück. Jawohl. Und auch jetzt die Gesäßmuskulatur anspannen. Auf den Lauf der Smoothie-Ringe achten. Die Kurven bleiben im Flow. Und einen Stopp. Und jetzt pendeln wir auch mit dem linken Bein durch. Und. Wunderbar. Super. Das sieht gut aus. Und stopp. Have fun. Swing, smile.